Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Ja, das stimmt. Muttermilch an die Steckdose. Ach, damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas vorzugsweise. So, ein Stecker. Ja, so wie ein Stecker. Okay, Babyfon da rein. Ach, damit bevor ein Stecker. Mist. Was mache ich denn jetzt? Ich schau mal hier weiter. Wobei, hier stecke ich ebenfalls und beim Blauen auch wieder. Mit Toni kann ich mich nicht mehr reden. Mit Lotti? Was sagt Lotti zu mir? Ja, du komm schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das... Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Hier, deine Hormone. Lotti hat ihre... Vielleicht hatte der Wahrsager... Mist. Hier, ein Lotti Bild. Hat zwei Jahre, aber vielleicht... Hier, ein Baby. Den kleinen Racker lass es so... Vielleicht will der Typ da oben Hormone haben. Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Der will auch keine Hormone haben. Mist. Strampelanzug. Kann ich den jetzt mitnehmen oder zieht er sich den nur wieder an? Diese Schmach. Schlimm genug. Warte mal. Hier. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Du könntest Baby-Boso anfassen, anziehen. Hier. Okay. Einmal noch. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Mook. Baby-Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Okay. Ja. Hi. Wie soll ich das jetzt sagen? Ja, ich habe gerade wieder eine Folge verschwendet. Hallo, ja, ich habe gecuttet. Es ist mir sehr peinlich, aber... Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht? Ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Ja. Ich schneide die letzte Folge einfach raus. Also die hat es für euch nie gegeben. Ich habe gerade 20 Minuten wieder rumgesucht. Circa zumindest. Also so 18 Minuten waren es jetzt. Ja. Ich will euch eure Zeit nicht klauen. Ich nehme jetzt einfach den Topf. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Oh ja, definitiv. Also ich auf jeden Fall. Guck mal, die Pony ist jetzt schon ein paar Jahre alt und ich bin ein Mensch aus der Zukunft und ich liebe es. So, darauf habe ich gleich mal ein Schlückchen Wasser trinken müssen. Es ist ein bisschen peinlich, egal. Ich kann das gleich direkt hier tauschen, ne? Hier, Bratensoße. Dankeschön. Kinderchen, hier, da, bitte. Nein. So, Rotzis, Essen fassen, das wird euch schön müde machen. Alter, Rufus ist so ein... Boah. Alter. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen.
Oh ja, definitiv. Suppenrest. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Nice. Dann gehe ich jetzt wohl in die Kneipe. So. Erstmal in die Kneipe gehen. Ja, ich gehe jetzt rein. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Das da, die Nukleinsäure, ne? Also der kommt mir bekannt vor und der kommt mir auch relativ bekannt vor. Zumindest die Schmalzlocke hier. Der kommt mir nicht so bekannt vor und der auch nicht. Ui, ein... Ah! Unerreichbar. Wie das Motiv. Aber mir wird schon noch was einfallen. Cool. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Ja. So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Nice. Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Okay. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. 8-Bit-Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Okay, Haarwuchsplörre. Mamas selbstgemachte Haarwuchsplörre. Hm. Happy Hormone Alco Paw. Okay, also Haarwuchs und Hormone? 8-Bit-Burger Pilzplörre. Okay. Ich kannte mal ein Gnu, das sah besser aus als du. Au. Plörre, was sonst? Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Okay, das schreibe ich mir auf, das schreibe ich hin. Gibt's hier sonst noch was? Ein Krug. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Okay. Nee, warte, ist doch leer. Noch ein Krug. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Okay, Rufus haut sich einen hinter die Binde. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Die Lampe gefällt mir. Finde ich hier sonst noch was? Also das hier ist definitiv Mario. Ich glaube, das hier ist Guybrush. Und ich weiß nicht, wer das da ist. Ich habe keine Ahnung. Und den Barkeeper kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö, wir haben uns alles angesehen. Wir können mit den dreien sprechen und wir können mit ihm hier sprechen. Ich rede erstmal mit dem Barkeeper. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Wow. Okay. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Ich verstehe es nicht, dass wir nicht den oberen, mit dem oberen Rufus irgendwo einfach ein paar Slotti ausleihen lassen können. Das ist egal. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Sehr cool. Kann ich die auch anschreiben lassen? Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha,
Das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Ehrlich gesagt gibt's hier unten gar kein Geld mehr, aber egal. Das da. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Okay, nette Kundschaft. Nette Kundschaft? Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Aua, okay. Ich mach mir da mal wieder auf die Socken. Alter, das habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Okay. Klempner, Obsthändler, Spediteur. Ich rede erstmal mit dem Klempner. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Ein Drink, ja. Vielleicht ein Drink mit einfacher Plörre? Ich weiß es nicht. Pilzplörre. Dafür brauche ich die Pilze da drüben, ne? Dann rede ich mal mit ihm hier. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Nah dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Und der Spediteur? Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle der freundliche Yeti? Na klar! Ich bin ein großer Fan. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Ich liebe es, wie hier alle Stimmen aus The Night of the Rabbit einfach wieder vorkommen. Ich mag das einfach. So, die Krüge füllen. Erstmal mit normaler Plörre. So. Nice. Das da. Dann erfahre ich vielleicht von Ihnen, was Sie gerne hätten. Also der hier hätte bestimmt gerne die Pilzplörre. Dann er vielleicht die Haarwuchsplörre und er hier vielleicht die Hormonplörre. Ich weiß es gar nicht. Ich gebe dem einfach normale Plörre mal. Mal schauen. Nachschub. Na endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Mist. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Hier, Pilzplörre. Ich hoffe... Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Okay, dann fülle ich den mit normaler Plörre und wir schauen, ob wir uns nicht ein paar Pilze ergattern können irgendwo. So. Ist nur die Frage, warte mal, Suppenrest... Ja, erstmal hier Muttermilch in eine Plörre rein. Das wird lecker.
Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Das glaube ich dir nicht. So, die Hormone. Die Hormone brauchen wir jetzt auch im Kanal. Dann werfen wir die Hormone einfach mal da rein. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. So, und die... Vielleicht das hier? Ich weiß da ist schon nicht. Genug Opa Bos. Okay, gibt's hier ein Ei eigentlich? Ich habe noch gar nicht nach einem Ei gesucht. Moment, ich schau mal ganz kurz. Ich suche ein Ei. Und ich sehe kein Ei. Okay, das heißt wir... Ich warte mit dem Ausschenken noch mal ganz kurz, bis wir die Pilze haben. Ich frage mich, wie wir die Pilze kriegen. Kann ich jetzt mit ihm sprechen? Mit solchen Typen? Nö. Irisch. Ja, ich weiß es. Hier zum Rohrwald. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie einfach die... mit dem Plörrekrug hier den Pilz nehmen? Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Aua! Ich kann die Pilze immer noch nicht nehmen. Hallo, Pfandhexe, ich, Hallo nochmal! Ah! Ich muss... Aber was ist das? Wie Gott zum... Ja. Hier, Suppenrest über die Pilze. Eine deftige Pilzsuppe? Warum nicht? Aua! Okay, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Kann ich... Ich schau mal, ob ich dem Suppenrest wieder nach oben geben kann. Was passiert hier eigentlich beim Nachtlager? Nüscht. Okay. Ich schau mal ganz kurz, was ich mit dem Suppenrest anfangen kann. Kann ich dem Suppenrest vielleicht den Murks geben? Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generation. Ich nehme statt. Ja, okay. Hier rein. Vielleicht die Suppe an ihn hier geben? Ich weiß es nicht. Du, Opa, haben wir nicht den Ein- Ja. Hier, an euch beide vielleicht. Hallo? Hier trägt er wie... An Broso vielleicht? Braucht er vielleicht? Vielleicht brauchen wir die Suppe zum Einflößen von den... Ah. Hey, Broso! Sag, Na komm schon, ein für Mama Broso. Will ich. Okay. Wir brauchen zuerst unten das Bildchen. Aber wie genau soll ich dann unten die Pilze pflücken? Für hier vielleicht die Suppe? Ich weiß es ja nicht. Ich überlege gerade. Hey, Gun! Willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Nein, will er nicht. Genau, er will nur Teigtaschen. Er will nur Teigtaschen, mehr will er gar nicht. Mehr will er gar nicht. Oder ich muss die anderen beiden ausschenken und dann bekomme ich was von denen. Das kann natürlich auch sein. In dem Pub. Ich schenk mal die anderen. Hallo. Ich schenk mal die anderen beiden aus. Hier, Hormonblöre. Nachschub. Na endlich. Was soll denn das sein? Ist das etwa dieses Hormonzeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Obsthändler, der freut sich. Ich für meinen Teil plane, meine Männlichkeit noch eine Weile zu behalten. Okay, ich habe mich vertan. Hier. Nachschub. Na endlich. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Nice. Okay, Haarwuchsmittelplörre. Hier, bitteschön. Nachschub. Na endlich. Oh.
Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Ach, so ist das also. Der Typ ist das. Okay, Obsthändler. Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Okay, aber gekriegt habe ich jetzt auch nichts dafür. Was kann ich für dich tun? Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Okay, also er ist DK, er hier ist Peach und er hier ist ja... Ja, gut, er ist... Ja. Werbetafel. Ich nehme die Werbetafel. Cool, jetzt habe ich eine Werbetafel. Was mache ich damit hier? Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Vielleicht mit dem Schild, mit dem Schild, hier. Pfandhexe. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist.